Willkommen zurück bei Fallout New Vegas und wir sind mit Sunny Smiles auf Gecko-Jagd. Als die Arbeit, die angeblich nicht da ist. Hat da unten was abbekommen? Da unten echt was abbekommen. Alles mitnehmen. Kann man alles verkaufen. Sunny, wo ist Sunny hin? Ich sollte dir folgen? Vielleicht wäre sinnvoll. Da unten ist ein Gegner. Na los! Ah, Scheiße. Ich erinnere mich daran, hier hätte ich die retten können. Ja, Kacke. Ach Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier draußen. Muss man sich dran gewöhnen. Aber Sie sind wie versprochen bei mir hier draußen geblieben. Hier also mein Teil der Abmachung. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Doch klar. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Ich hätte die gern gerettet. Das ärgert mich jetzt. Ich weiß nämlich, dass man die retten kann. Und das ist das erste Mal, dass ich das hier spiele und es nicht geschafft habe, die zu retten. Boah, ärgert mich das jetzt. Dang it. Und ich habe das hier schon ein paar Mal. Also angefangen habe ich dieses Spiel schon oft. Durchgespielt, doch kein einziges Mal. Das werde ich jetzt im Let's Play wahrscheinlich das erste Mal machen. Es könnte flüssiger sein. Ich glaube, für die nächste Aufnahme stelle ich es. Ich muss ein bisschen anders rumbasteln an der Auflösung und so. Dass es für die nächste Aufnahme ein bisschen besser läuft. Was ist denn eigentlich, wenn ich die große neue töte? Ich glaube, dann mache ich mich nicht sehr beliebt mit. So. Oh. Hallo. Wow, mit der Waffe triffst du ja gar nichts. Das ist das Schulgebäude. Wieso kann ich denn nicht über den Zaun springen? Komm schon, so groß ist der nicht. So, keine Ahnung, ob du was dabei hatte. Dir hat was dabei. Okay. Sanderwurzel und gucken, was hier drin ist. Das gesessen. So, da ist jetzt. So, hoffe ich. Nichts verkriechen. So. Alles braten. Alles verkauft.
So. Hier ist ein Spinnen. Nichts Brauchbares drin. So, hier ist nichts. Das brauche ich alles noch nicht. Ich habe doch gerade ein Heft gefunden. Da, Wissenschaft plus 10. Ich weiß, wie das geht. So. Wenn ich jetzt ein Wort anklicke, Dancing hat 3 richtige Buchstaben. Landing hat 5 richtige Buchstaben. Stealing auch. Ich bin zu riskant. Ich mach das nochmal. Weil wenn ich alle 4 Versuche aufgebraucht werde, wird das Terminal gesperrt. Und das will ich nicht registrieren. Legions. Happens. Hat 2. Ich versuche einfach. So, direkt nochmal. Solange das Heft noch anhält. So. Guarded. Nein. Current. Aha. Nein. Nein. Da. Nö, mach ich nicht. Ich will das so versuchen. Gib mir Erfahrungspunkte. Andererseits will ich nicht unbedingt das Heft verbrauchen. Danke. Bleirohr. Kronkorken. Mentats. Klar. Mentats in der Schule. Stealthboy in der Schule. Und ein Messer. Und ein Bleirohr. Was ist das für eine Schule? Wo sind die echten Schusswaffen? Das ist immerhin eine amerikanische Schule. Aschenbecher. Wunderkleber. Brauch ich nicht. Ach du Kacke, was war das? Schreck mich doch nicht, jo. Noch eine Informatik im Team. Die Vertreterwoche. Hammer, Metallkiste. Ich nehme erst 8 Minuten auf. Das. So. Warum gibt ihr mir den Tipp, Wets zu aktivieren? Bist du wildes Großhorn? Nein, du bist kein wildes Großhorn. So. Etwas sollte nach oben. Immer schön durch die Briefkästen gucken, da sind irgendwie oft Hefte drin. Oder ein Haarklammer. Haarklammer geht auch gut. Würde ich auch brauchen. Frag mich, ob man die abschießen kann. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich sind die einfach nur zum Deko da. Da ist eine Tankstelle. Können wir auch noch vorbeischauen. Hallo. Das ist keine gute Idee. Das entscheidest du doch nicht. Ich meine, ich kann es ja ausprobieren. Baseballhandschuh, Shadow Bomb, Nudeln, Holz als Waffe. Das ist wirklich eine Waffe.
ist halt wirklich eine Waffe. Wie geil ist das denn? Ich muss mich jetzt nicht unbedingt mit jemandem mit Nudelholz anlegen. So, das ist auch ein Briefkasten. Wir müssen jetzt da hoch. So, da. Das ist ein Magazin. Nehme ich mit. Magazin. Magazin immer mitnehmen. Da ist ein Gegner. Ein Rindenskorpion. Ja. Mistvieh. Hat die nicht mal was dabei? Wie enttäuschend. Heute gibt's Blähfliegen. Wetz. Ja, ich glaube, es erklärt sich von selbst, was er das macht. So. Ach, das ist relativ egal, was ich treffe. Hauptsache, ich treffe. Die Viecher halten ja nicht wirklich was aus. Mal nachladen und Fleisch mitnehmen. Das Vieh lebt ja immer noch. Hat zwei Kugeln abgekriegt und lebt immer noch. Geht doch. Die Waffen sind so verdammt unpräzise. Hey, nicht wegfliegen. Bleib hier. Ey, wo willst du hin? Hallo, ich will dich nur umbringen. Keine Ahnung, warum das neben mir rumstand. Oder rumschwirrte. Nix dabei. Du warst dabei. Nö. Kein Fleisch. Das ist ein bisschen enttäuschend. Ach, Bockblume. Das brauchen wir. Ich brauche eine Schaufel, um hier zu graben. Ich kann hier also Grabschindung betreiben. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. So, können wir direkt mal die Schnellreise nutzen. Da. Gutfrings Quelle. So. So, Waffe wegstecken, dann ist man schneller. Macht keinen Krach. Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung. Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen.
Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Okay. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Okay. Hallo. So, kann ich mit Lagen gehen? Komm mit. Good Tricks, neutral. Ja. Hätte ich die vorhin gerettet, hätte ich jetzt schon den Ruf akzeptiert. Hat aber nicht so gut geklappt. So. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Was ist das für ein unhöflicher Kasper? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Was wollen Sie? Nicht so schnell. Wer bist du? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt. Oh ja. Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Was bist du denn für ein Schwachkopf? Euer Territorium? Das ist es jetzt. Ich und die anderen Leute sind aus dem RNK-Gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen. Jetzt bestimmen wir. Ja, klar. Sicher. Das hier werde ich ihm garantiert nicht anbieten. Als ob ich ihm auch noch Hilfe anbiete. Das geht Sie überhaupt nichts an. Sie sollten doch wissen, dass man solche Fragen nicht stellt. Ach, ich frage sowas gerne. Paar Leute ausgeraubt, paar Sachen abgefackelt, paar Typen umgelegt. War das jetzt so schwer? Geht doch. Was geht im Rest des Ödlands ab? Der gleiche alte Scheiß wie schon seit Jahren. RNK und Legion kämpfen aus irgendeinem Grund immer noch um den Hoover-Staudamm. Ja, du bist nicht sehr gebildet, oder? Was wissen Sie über die Legion? Ich war schon in vielen harten Gangs. Aber mit der Legion sind sie nicht zu vergleichen. Habe gehört, sie stecken Leute auf Pfähle und so. Nicht, dass ich Angst vor ihnen hätte, aber ich gehe ihnen lieber aus dem Weg. Klar. Und die RNK? Republik Neukalifornien. Da ist nichts neu. Nur ein Haufen Leute mit Geld und Macht, die alle anderen herumschubsen. Sie haben Truppen in der ganzen Mojave. Aber in so einer großen Wüste kann man sie auf Wunsch leicht umgehen. Aha. So, wissen Sie etwas über den Hoover-Staudamm? Ich war dort nicht mehr, seit es da vor RNK-Truppen wimmelt. Muss ziemlich wichtig sein. Ja, du bist wirklich nicht gesund, nicht gebildet. So, Hilfe biete ich dir garantiert nicht an. Ja. Zu gerne. Hallo. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Ja, oh, Stufenabstieg. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Warum ging es? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Tja. Scheiße, wa? Wo ist Ringo? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Ja, warum killt ihr den Spacko nicht einfach? Sie meinen, ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Ja, was werden sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat.
Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Ja, Pulverbanditen. Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Ja, komm wirklich, wer steckt denen auch Dynamit in die Hand, wirklich? In Ordnung. So, was passiert, wenn ich Ringo helfe? Wenn sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Okay, und wenn ich den Pulverbanditen helfe, was... Keine Ahnung, warum ich das tun sollte. Keine Ahnung, warum sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen, aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Okay. Ich versuche Leute zu finden, die mich eingegriffen haben. Nicht viel, außer dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkane versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Okay, haben sie gesagt, wo sie hin wollten? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Okay, warum? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Vielleicht ist die ganze Welt radioaktiv. Wir leben in einer atomaren Apokalypse. Postapokalypse. Wohin wollten sie als nächstes? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Okay. Wer war der Typ überhaupt, mit dem du dich gestritten hast? Er ist ein Sträfling, nur ohne Ketten. Sagte, sein Name ist Cobb. Sie nennen sich Pulverbande. Da draußen gibt es noch viel mehr von seiner Sorte. Okay, ich kann mir mal dein Funkgerät angucken. Klar, von außen sieht man nichts. Aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann. Ja, ist er. Aber ich kann leider das Radio nicht anmachen wegen GEMA. Deswegen rede ich auch die ganze Zeit, weil im Hintergrund Musik läuft. Ich kenne dieses Ding so gut wie jeder andere hier. Es lässt uns meistens in Ruhe, was mir nur recht ist. Oh, okay, warum magst du Victor denn nicht? Er tut zwar sehr freundlich, aber ich vertraue diesem ganzen lustiger Cowboy-Getue nicht. Das ist alles sehr gruselig. Okay, wie lange ist es schon hier? Er war schon hier, als ich den Saloon vor 7 Jahren übernommen habe. Angeblich hat sein Eigentümer hier gewohnt, aber niemand weiß, wer das war. Ab und zu rollt er ein wenig herum. Sonst macht er nichts Nützliches, soweit ich das beurteilen kann. Keine Ahnung, warum er sich für sie interessiert, aber ich wäre lieber vorsichtig. Bisher hat er noch nie jemandem geholfen. Ist mir recht. So, hat Gott schon viele Besucher. Hauptsächlich Händler, die Großhornfleisch und Felle kaufen wollen. Die sind auch der Hauptgrund, warum der Gemischtwarenladen überhaupt noch läuft. Die meisten Reisenden auf der I-15 Richtung Süden gehen direkt nach Prim weiter, wenn sie nicht gerade unbedingt Vorräte brauchen. Okay, geht irgendwas Interessantes im Rest des Ödlands vor sich? Es passiert immer was Interessantes. Aber das Wichtigste ist wohl die anstehende Auseinandersetzung zwischen der RNK und der Legion am Damm. Okay, reden wir über die RNK. Die Republik Neukalifornien hat am meisten Macht in Nevada. Geld, Truppen, die ganze Palette. Sie tun ihr Bestes, um für Sicherheit in der Region zu sorgen. Aber wenn Sie mich fragen, muten die sich zu viel zu. Sie verteilen sich zu sehr. Okay, warum wollen die... Was kannst du mir über Legion sagen? Sklaventreiber, Killer und eine Menge Ärger. Sie ziehen sich wie römische Soldaten an. Also werden sie sicher erkennen, wenn sie sehen.
Gerüchten zufolge ist die Legion deutlich größer, als die RNK zugibt. Und es ist reines Glück, dass die Legion das Gebiet noch nicht überrannt hat. Okay, warum wollen sie den Damm? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die RNK den Damm halten will, weil er eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend ist, Strom zu erzeugen. Die Legion ist allerdings ein Haufen Wilder. Keine Ahnung, was die mit dem Damm wollen. Wahrscheinlich wollen sie ihn zerstören oder so. So, können wir noch irgendwas fragen? Nein, danke für mein Angebot. Ich habe sicher was, das ihnen gefällt. Ja, ich bin eher zum Verkaufen hier. So. Da. Gecko-Eier. Gecko-Haut. Ich habe noch Gecko-Fleisch, oder? Nö, aber Schrecken vor der Beine. Gecko-Fleisch. Da. So, 71. Apparatursatz behalte ich natürlich. Stealth Boost Impacts behalte ich. Trostlosigkeitsgift, ich habe keine Ahnung, warum ein Gift mit sich rumschleppen sollte. Außer zum Waffen oder Kugeln einschmieren. Aber das ist ja nicht dafür gedacht. Also frage ich mich, warum ich das mitnehme. Sonstiges. So, das reicht schon. Danke. Hast du irgendwas Interessantes? Nö, nicht wirklich. Ein paar Magazine. Aber nichts, was ich nicht so finden könnte. Ja. Danke. Auf Wiedersehen. Passen Sie auf da draußen. So, ich sehe schon. Ja, da war ja was. 20. Wie sieht's um Sprengstoff aus? Ach Mist. Ich weiß zufällig noch, dass ich für Dingens Easy Beat brauche ich. Ja, 25 bei Sprengstoff. Falschen habe ich hoch genug. Reparieren auch. Für wen brauche ich noch mal was zum Überreden? Ich weiß es nicht mehr. Okay, dann versuche ich wieder Sachen abzurunden. So, ein paar Sachen runden. Ja, warte, waffenlos? What the fuck? Als ob ich das skille. Nahkampf könnte ich zumindest auf 10 machen. Andererseits, ich werde es niemals benutzen. Medizin 25, Schleichen 15, Schusswaffen 10, Sprengstoff 10. So, Waffen nutze ich auch nicht. Einfach nur, damit ich auf einer geraden Zahl habe. Hier auch. Nur damit es gerade ist. Jetzt muss ich aber was anderes ungerade machen. Schleichen nutze ich sowieso nicht. So, hier das. Ja, eher in Schusswaffen. So. Weiter. Fügen Sie im Kampf weiblichen Gegnern 10% mehr Schaden zu. Außerhalb des Kampfes bieten sich Ihnen im Umgang mit Vertretern des gleichen Geschlechts manchmal einzigartige Dialogoptionen. Heller Kopf. Mit jedem Rang des Extras Heller Kopf erhalten Sie 10% zusätzliche Erfahrungspunkte. Intensives Training. Mit dem extra intensives Training können Sie eines Ihrer Special-Attribute um einen Punkt erhöhen. Langzeitgedächtnis. Mit dem extra Langzeitgedächtnis bleiben die Boni durch Fähigkeitsmagazine dreimal so lange aktiv. Oder Schwarze Witwe und... Ja, das ist genau das Gegenstück. Das ist das männliche Gegenstück zu dem hier. Ich nehme Hellerkopf zum schnelleren Level. So.
Und damit ist noch die Folge direkt schon wieder voll, sogar mit Überlänge. Ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge.